Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich möchte euch einmal hier über die Verkaufsplattform eBay Kleinanzeige hier ein Video zu machen. Und zwar sicherlich kauft ihr auch mal das ein oder andere bei dem Verkäufer. Und möchte ich einfach mal als Suchbegriff einige Sachen mal hier eingeben, die ich euch gleich mal zeigen werde, wenn es um Hardware-Sachen geht, zum Beispiel RAM-Speicher, Mainboards, Prozessor oder Grafikkarten oder irgendwas dergleichen. Und ja, was ich dazu sagen muss, ist auch Folgendes: da manche Leute, glaube ich, von eBay Kleinanzeige zu diesem Portal irgendwie den Sinn nicht verstehen oder einfach keine Ahnung haben oder zu blöde sind, auf Deutsch gesagt. Oder es einfach nicht verstehen, weiß ich auch nicht warum. Also, das ist halt meine Meinung. Und ja, manche Leute sind einfach nur dumm und dämlich hier. Zum Beispiel, wenn es um den Preis geht. Hier haben ja nicht alle VB, also VB heißt hier Verhandlungsbasis. Oder wenn die nur Festpreis reinsetzen, und ich bin natürlich von meiner Meinung aus, selbst wenn da Festpreis steht, also ohne VB, da die Sachen eigentlich alle gebraucht sind, teilweise haben die Leute, die was verkaufen, schon noch ziemlich alt sind, vielleicht ein Jahr alt, sage ich jetzt mal als Beispiel, oder vielleicht auch 1,5 Jahre. Und die sind dann wahrscheinlich vielleicht auch Zweitbesitzer oder Drittbesitzer. Und ich bin der Meinung, trotz der Festpreis, was sie hier reinmachen, ist eigentlich für mich vollkommen blödsinnig, da man hier handeln kann, hier in diesem Handel bzw. Verkaufsplattform. Und ja, manche Leute wollen das einfach nicht verstehen, weil die einfach nur dumm sind. Weil bei Gebrauchtware kann man halt immer noch ein bisschen handeln, sprich so ein bisschen runter machen vom Preis. Ja, das ist halt nur meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr auch schon mal verschiedene Chats mit den Leuten hattet und irgendwie mit denen nicht klarkommt oder wie oder was auch immer, keine Ahnung. Ja. Ich gebe jetzt einfach mal hier als Suchbegriff mal irgendwas ein, zum Beispiel, ja, also ich selber suche hier auch manchmal so Sachen, wie zum Beispiel Grafikkarten, etwas ältere der 900er Reihe, die es früher mal gab, oder jetzt seit neuestem Mainboard. Ich gebe jetzt einfach mal ein hier, was weiß ich. Ein etwas älteres Mainboard der Z170er Reihe. Ich gebe es einfach mal ein, MSI Z170. So. Ja, das ist das, was ich halt meine. VB, also Verhandlungsbasis. Denke mal, dass man hier noch ein bisschen runtersetzen kann, also verhandeln kann mit dem Verkäufer. Da muss man sich halt nur einigen, wie viel man oder beziehungsweise wie viel er runtergehen will. Also man sollte immer, wenn ihr mal was kaufen solltet, also das ist jetzt nur ein Beispiel bei mir, sagen wir mal bei diesem Verkäufer, 44 Euro VB, dann kann man sich bestimmt da irgendwie einigen, was man am Preis dann auch machen kann. Also etwas weniger, etwas runtersetzen. Vielleicht so 40 inklusive oder vielleicht auf 42 inklusive. Kann man halt versuchen, ob es klappt. Aber die meisten Verkäufer, die was verkaufen, wieder ne, meine Meinung dazu. Trotz des VB, also Verhandlungsbasis, dass sie da mehr wollen statt weniger. Also da habe ich auch schon viele Sachen schon mitgemacht. Ja, die verstehen einfach irgendwie den Sinn hier nicht. Deswegen versucht einfach mal irgendwie mit den Leuten zu handeln, und wenn es nicht klappt, dann lasst es am besten bleiben. Dann scheißt er auf den Typen, auf denjenigen Verkäufer. Scheiß einfach drauf.
Dann sucht einfach weiter, bis ihr mal was Ordentliches bekommt, zu einem guten, recht günstigen Preis. Denn hier manche Leute sind einfach unhöflich und etwas komisch und merkwürdig. Da habe ich auch schon viel gehabt hier. Also versucht irgendwie das Beste draus zu machen. Ja. Okay. Oder hier das MSIZ 170A Sly Plus. Ja, dann Festpreis reingesetzt für 55 Euro. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch gebraucht. Und ihr solltet auf jeden Fall immer fragen bei Hardware, bei dem Verkäufer, ob er Erstbesitzer ist oder vielleicht Zweitbesitzer. Falls Zweitbesitzer, dann ist es bestimmt, ich sage es mal wieder als Beispiel gesagt, sicherlich, also ich sage jetzt mal, dieses Board für den Verkäufer hier ist Zweitbesitzer und ist vielleicht relativ bestimmt schon ein Jahr alt geschätzt oder vielleicht auch eineinhalb, wie auch immer, weiß ich jetzt nicht, aber nur als Beispiel. Und trotz des Festpreis, da es ja gebraucht ist, sollte man hier handeln und versuchen zu handeln. Und es ist einfach nur blödsinnig, dass hier manche Leute als Festpreis reinsetzen, weil es gebraucht ist und kommt oft darauf an, wie alt die Ware ist, beziehungsweise auch die Hardware. Dann sollte man immer versuchen, noch um den Preis zu kämpfen, um das etwas runterzusetzen. Ja. Was haben wir hier noch? Hier ein MSIZ 170A Pro. Auch hier Festpreis 60 Euro. Denke mal, das ist alles gebraucht. Da kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen handeln. Versucht immer euer Glück, wenn ihr mal solche Preise seht, wo kein VB drinne ist, dann solltet ihr auf jeden Fall immer versuchen, mit dem Verkäufer zu handeln, da es ja natürlich halt gebraucht ist und da kann man immer noch was hier machen normalerweise. Aber naja, manche Verkäufer oder Leute hier, die was verkaufen, verstehen den Sinn nicht, wie eBay hier funktioniert und was der Sinn hier ist. Die kapieren es einfach nicht. Sind manchmal echt zu blöde hier. Aber es gibt auch nette Leute. Aber müsst ihr einfach mal ausprobieren, ein bisschen versuchen. Und wenn es halt nicht klappt, dann lasst es am besten bleiben. Scheiß drauf. Dann sucht einfach weiter. Vielleicht hat er bei den anderen mehr Glück. Ja. Oder hier ist MSIZ 170er Gaming Pro. Hier auch wieder VB. Hier kann man auch nochmal mehr runterhandeln. Jetzt hat er hier zum Beispiel stehen. Neupreis 134 Euro. Die 15 Cent lasse ich jetzt mal aus. Und ich denke, hier kann man auch noch mal handeln, vielleicht so bis 50 Euro eventuell. Da ja manche Leute nicht unter 50 gehen, dann sollte man versuchen, wenigstens 50 zu bekommen, was auch relativ noch günstig ist. Ja. Also ich gehe jetzt nur mal auf der ersten Seite jetzt mit euch durch. Ich will jetzt nicht hier alles durchgehen, das würde sonst den Rahmen sprengen, also zu lange dauern in dem Sinne. So. Was haben wir hier noch? Ja, halt verschiedene Preise. Oder wenn ihr mal Ware kauft und ihr seid vielleicht IT-Experte, weiß ich ja nicht. Oder braucht irgendwie was von einem defekten Board, wie zum Beispiel hier. Das MSIZ 170A Pro. Verkauft als defekt, darum hier der Preis so günstig. Da schreibt er hier Pins verbogen. Und ich weiß nicht, ob man es wirklich kaufen sollte für 20 Euro. Meistens sollte man da auch noch mal handeln. Etwas weniger, vielleicht für 15 Euro ungefähr. Müsst ihr einfach mal versuchen, wenn ihr sowas kaufen solltet, defekte Hardware. Und wollt da irgendwie selber mal versuchen, ob sich doch irgendwie wieder funktioniert jetzt in diesem Fall jetzt vielleicht der Experte und könnt die Pins wieder gerade biegen und auch bei Defekt Hardware sollte man auch versuchen etwas zu handeln, da ja bei Defektware eigentlich die Preise auch teils viel zu viel sind oder was ich auch schon gesehen habe, defekte Grafikkarten, ob jetzt zum Beispiel eine ganz alte Generation, ich sage jetzt mal ab GTX 700er Reihe, wie zum Beispiel 750 oder 760, werden die als defekt für 50 Euro verkauft, wobei das schon eigentlich zu viel ist.
Da kann man noch viel mehr runtersetzen, ob jetzt VB steht oder nicht. Versucht immer auch da weniger zu handeln. Und wenn es nicht klappt, dann lasst es bleiben. Müsst ihr ebenfalls wieder weitersuchen. Denn 50 Euro für eine defekte Hardware ist einfach viel zu viel. Naja. Okay. Ja, wir bleiben einfach mal bei dem Thema Mainboard, würde ich sagen. Wir geben jetzt einfach mal vom Hersteller Gigabyte hier ein. Gucken wir uns da einfach mal die ganzen Sachen an. Das Gigabyte GAZ 170 HD3P. Da kann man sicherlich auch noch vielleicht um 50 Euro runtergehen. Also, beziehungsweise um 10 Euro für 50 Euro zu bekommen. Wenn es dann halt klappt. Also, wie schon oft genug gesagt, wenn ihr mal hier bei eBay Kleinanzeigen was kaufen solltet, versucht immer, immer mit den Leuten zu handeln, auch wenn kein VB drinne steht, weil die Sachen halt immer gebraucht sind und man weiß nicht, wie alt das alles ist. Da solltet ihr auch immer nachfragen, wie alt die Hardware ist. Und wenn es jetzt ein halbes Jahr alt ist oder ein Jahr oder 1,5 Jahre, kann man immer preislich hier was machen. Und wenn die Leute das halt nicht akzeptieren, dann sind die einfach nur dumm und dämlich und haben einfach keine Ahnung, wie das hier mit eBay anscheinend abläuft. Naja. Ja, Z170 ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber besser als nix. Ist ja auch noch sicherlich ein gutes Mainboard, um sich da ein Gaming-System zu bauen. Also ich mache das jetzt auch nur für dieses Video als Beispiel gesagt, wegen dass die Leute hier einfach den Sinn nicht verstehen, wie es hier abläuft. Auch wenn die jetzt kein VB drinne haben, sollte man da trotzdem handeln. Naja. Okay. Okay, ich gebe jetzt eine Sache noch ein bei Grafikkarten. Machen wir mal hier die alte Generation 960. Ja, auch hier wiederum von Palit die GTX 960 2 GB für 65 Euro Festpreis. Und ich denke, da kann man sicherlich auch noch mal etwas handeln, weil es ja auch gebraucht ist und man weiß natürlich jetzt nicht, wie alt die Grafikkarte ist. Also fragt immer am besten, wie alt die Hardware ist und ob die Erstbesitzer sind oder vielleicht auch Zweitbesitzer. Sollte es Zweitbesitzer sein, dann kann man immer preislich noch was machen, weil auch meine Meinung dazu ist, da nach Jahren die Preise halt fallen, also immer tiefer gehen, selbst wenn die Leute als Erstbesitzer, das Beispiel nochmal dazu gesagt, die Grafikkarte jetzt 2 oder 3 Jahre alt sind, dann sind die bestimmt sicherlich keine 50 Euro mehr wert, dann eher vielleicht nur noch so bei 40 eigentlich, weil man dann irgendwann nach Jahre später dann kaum noch was wert sind. Auch wieder eine Meinung von mir. Ja, deswegen solltet ihr einfach da mal immer nachfragen. So. Oder hier eine Zotac GTX 960. Ja, ich weiß nicht, ob 100 noch ein guter Preis ist, wobei es eigentlich auch schon wieder zu viel ist. Hier hat er jetzt VB drin stehen. Da kann man sicherlich auch noch am Preis was machen. Vielleicht, wenn er das mitmacht, bis 80 Euro könnte man da vielleicht machen. Oder vielleicht auch 70 eventuell, je nachdem, wie alt diese Grafikkarte ist. Das ist auch wieder so eine Sache. Also es kommt immer darauf an, auf das Alter, wie alt die ganzen Sachen hier sind. Und deswegen sollte man da immer versuchen, noch die Preise etwas runterzuhandeln. Eine MSI
970 mit 4 GB. Kann man sicherlich auch nochmal wieder den Preis etwas runterhandeln, aber ja, versucht einfach euer Glück. Versucht das Beste draus zu machen, und wenn die Leute das halt nicht wollen, dann könnt ihr das bei denen gleich vergessen. Dann sucht einfach weiter, bis ihr irgendwann mal was Schönes, Günstiges findet, einen guten Preis, und dann schlagt da auf jeden Fall zu. Und dann werdet ihr sicherlich damit dann auch euren Spaß haben. Also ich bin auch der Meinung, dass hier manche Leute etwas komisch reagieren und auch komisch antworten manchmal. Ja, dann kann man die Sache auch schon knicken und vollkommen vergessen. Ja, na gut. So, was haben wir hier noch? Ja, Palit 960, 2 GB. Ich habe auch schon gesehen, bei der 2 GB Version, das ist jetzt nicht so viel für eine Grafikkarte. Habe ich auch schon mal ab 70 Euro gesehen, wo man auch nochmal handeln kann. Ja, hier bei 80 kann man sicherlich auch nochmal etwas runterhandeln. Vielleicht auf 70 oder 60 eventuell sollte man versuchen. Ja. Also ich zeige euch jetzt nur für dieses Video so die ganzen Einzelsachen, wie gerade bei den Mainboards oder halt die ganzen GPU-Grafikkarten. Ja, bei den kompletten Gaming-PC, ja, weiß ich auch nicht. Aber wenn ihr da mal was sucht und vielleicht was haben wollt, ja, das kann man wahrscheinlich eher abholen, aber vielleicht auch Versand, müsst ihr halt selber gucken. Aber ich zeige euch jetzt halt nur die ganzen Einzelsachen, deswegen. Eine Gigabyte 960, 4 GB, 120 VB. Ja, da muss man halt gucken, ob das wirklich noch 100 Euro wert sind, wenn man da noch handeln kann. Ja, da sollte man auch auf jeden Fall versuchen, unter 100 Euro zu kommen. Ja, gut. Ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, in dem Sinne war es jetzt hier erstmal in diesem Video. Ja, ich kann es eigentlich nicht oft genug sagen, ich sage es aber gerne trotzdem noch einmal zum Schluss. Wenn ihr mal hier was kaufen solltet an Hardware, solltet ihr mit den Leuten immer versuchen zu handeln, ob die jetzt VB drin haben oder kein VB, da die Sachen auch gebraucht sind, und fragen, wie alt die Sachen sind. Sollte es vielleicht, ja, wenn nur einen Monat alt sein, dann kann man es verstehen, dass man da preislich nicht viel dran machen kann, und oder vielleicht ein halbes Jahr alt oder ein Jahr oder eineinhalb Jahre. Auch schon oft genug gesagt, ich weiß, aber trotzdem, als Erinnerung, solltet ihr immer versuchen, mit den Leuten zu handeln, und wenn die darauf nicht eingehen, haben die halt selber Schuld, haben eine Pech gehabt, entweder die verkaufen es oder nicht, und wenn die irgendwie komisch sind, dann lasst es bleiben, sucht einfach weiter euer Glück, dass ihr irgendwo und irgendwas bekommt zu einem recht günstigen Preis, damit ihr das dann auch habt später. Ja, okay. In dem Sinne war es das hier, und dann sehen wir uns in irgendeinem anderen Video bestimmt nochmal zurück. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.